Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge 7 Days to Die. Ja, an der gleichen Stelle wie in der letzten Folge. Wir waren gerade am Metall abfarmen und wollen jetzt hier einmal ein Beet anpflanzen. Dazu brauche ich eigentlich erstmal eine Hake. Wir machen mal, wenn wir hier drin sind, sieht das Ding wieder aus. Wir brauchen auch noch Spitzen. Und für irgendwas habe ich ganz dringend Clay gebraucht. Ich weiß jetzt allerdings nicht mehr, was ich mir oder herstellen wollte. Aber es war irgendwie was wichtig. So, wir haben eine kaputte Ranch. Wir haben Steinpfeile, die können wir eigentlich zerlegen. Dann nehmen wir einmal die Federn, einmal das, das. Dann eine Ranch und zwar, allerdings, ich habe noch irgendwo eine Dreier-Ranch rumfahren, die hier. Dann legen wir die hier zusammen, dann habe ich wieder eine gesunde Ranch und die Armbrust behalten wir auch mal. So, dann stellen wir uns erst einmal her, die Werkbank. Wir müssen alle Materialien für die Werkbank haben. Was fehlt? Ah, geschmiedetes Eisen. Point Problem. Hammer haben wir, das haben wir, das haben wir. So, dann fertigen wir uns gleichzeitig wieder einen Hammer. Habe ich denn eine Hake? Wir haben keine. Doch, wir haben eine. So, dann brauche ich Baumsamen. Nein, danke. Den hier, den hier. Ah, das sind Snowballs. Mal die Hälfte davon. Hier haben wir auch noch einen Samen. Und Pilzsamen haben wir auch. Gut, das muss dann erstmal reichen. Was will denn hier ein Stuhl drin? Der ist hier mal vollkommen fehl am Platze. So, dann schauen wir einmal, dass wir unser Loch hier unten zumachen. In der Hoffnung, dass es halbwegs hält. So. Ja, jetzt habe ich leider nichts. Keine Hake und nichts. Zwei Stück haben wir noch. So, dann nehmen wir hier einmal das Holz raus. Machen dann dementsprechend auch das Metallzeug hin. Hält auf jeden Fall ein bisschen mehr aus. Auch wenn ich es noch gerade nicht aufwerten kann, weil ich meinen Hammer jetzt für die Werkbank rausgeschmissen habe. Aber wir sind ja schon am Nachproduzieren. So. Dann, genau, anbauen wollte ich. Das heißt, einmal nach oben. Ich habe jetzt allerdings die Werkbank halt in der Warte. Boah, nicht nach unten fallen. Ganz böse. Ganz, ganz böse. So. Ja, im Schnee ist es natürlich immer eine ganz tolle Arbeit, denn man sieht letztendlich nicht, wo man schon aufgewertet hat und wo man nicht aufgewertet hat. Deswegen, naja, ich versuche mal mein Glück. Hier ist Gras. Na, hier muss ich... Okay, haben wir alles? Die Reihe haben wir. Die Reihe haben wir. Die Reihe haben wir. Sehr schön. So, dann einmal Kartoffel. Ich hoffe, das Zeug wächst hier auch, aber das dürfte nichts ausmachen, dass da Schnee drauf liegt normalerweise. Zumindest habe ich es irgendwie so in Erinnerung. Dann brauchen wir Rezepte. Kartoffel. Abbrechen. Dann brauchen wir Rezepte. Maissamen. Und dann brauchen wir Rezepte. 11 Stück davon. So, die Werkbank stellen wir jetzt trotzdem einmal komplett her. In der Zeit machen wir einfach irgendwas anderes. Vogelnest beispielsweise. Und das Metall hier abbauen. Ja, und dann in meinem Livestream, letztendlich bei 7 Days to Die, hatte ich das erste Mal das Problem. Ich habe eine Werkbank gebaut, habe die Werkbank setzen wollen und es stand ein Bücherregal in der Nähe. Jetzt war das Problem, irgendwie hat es mir ein Bücherregal gebackt und dann habe ich die Werkbank in die Luft gesetzt und sie ist nach unten gefallen und war kaputt. Das war nicht schön. Das werden wir auf keinen Fall wiederholen. Duct Tape. Der Müllhaufen hat sich gelohnt. Und ein Rucksack auch noch. Hier, ich war ja nicht mal hier oben looten. Mal hier, das Dach werden wir auch noch ausbauen. Das werden wir aber dann alles machen, wenn wir dementsprechend Metall haben. Wie sieht es denn überhaupt mit unseren Skillpunkten aus? Player Level 20. Wir sind Level 15. Das wird noch eine Weile dauern. Allerdings hier, Bergbau. Betonmischer. Wissenschaft Stufe 3. 1, 2, 3. Brauchen wir so oder so? So, wie sieht es denn aus? Waffenschmied Stufe 20. Bringt alles nichts. Und wie sieht es mit Plündern aus? 15. Brauche dieses Qualitäts... Auch das Qualitätsupdate allerdings plündern. Wir müssen noch ein bisschen was plündern. So, dann stellen wir einmal her. Fackeln. Stoff müsste ich hier haben. Ja, etwas zumindest. Boah, die Werkbank, die müllt mir das ganze Ding hier zu. Ich kann nichts herstellen. Dann stellen wir auch her Pfeile. Okay, ich brauche dringend Pfeilspitzen.
Hier, die reichen erstmal. Wir stellen aber schon nochmal gleich 250 her. Stellen Stahlgerüste 40 her. So. Dann, was haben wir denn noch? Wir haben Papier. Papierhändler. So viel Papier brauche ich meinen Lebtag nicht. Denn ich bin jetzt nicht der Schrotflinten-Rumschießer. So, hier hätten wir jetzt sogar noch ein bisschen Sand und ein bisschen Clay. Okay. Metall. Die Axt hat hier drin auch nichts verloren. Den Clay packen wir hier mit dazu. Der soll ruhig komplett eingeschmolzen werden. Notfalls hole ich mir nochmal welchen. So, dann. Gut, das ganze Zeug hier reparieren muss ich logischerweise auch nochmal. Boah, wir haben viel zu tun. So, dann erstmal Essen. Essen und Trinken geht auch immer. So, Wellness 111. Kriegen wir das zusammen? Ja, sehr schön. So, dann packen wir das hier raus. Dann die Werkbank. 3 Sekunden. Sehr schön. Dann können wir einmal anfangen. Ich würde gerne Pfeile, Armbrustbolzen herstellen. Dann würde ich mir gerne eine neue Armbrust... Ne, müssen wir eigentlich nicht herstellen. So, Werkbank. So platzieren, dass sie nicht kaputt geht. Ganz wichtig. Wir bauen die hier hin. Sehr schön. So, dann können wir nämlich anfangen, hier das Zeug zusammenzulegen. Beispielsweise diese Ranch und diese Ranch. Genauso wie wir die Axt hier nehmen und das hier nehmen. Und zwar, wir drücken hier einmal auf Reparieren, auf Reparieren. Und kriegen wieder eine halbwegs vernünftige heraus. So, das kann weg. Dann haben wir die ganzen Samen. Werden wir jetzt einmal oben wieder anlegen. Ich mache hier wieder auf eine auf Nachtsicht. Wobei, das geht fast so, glaube ich, sogar besser. So, ansetzen, ansetzen. Viel haben wir ja nicht, aber ein bisschen was. Auch definitiv noch ein bisschen mehr Platz, aber es geht. Sind schon mit weniger ausgekommen. So. Ah, es wächst sogar relativ zügig. So, wir haben Leben 85. Das geht eigentlich sogar. Armbrust müssen wir jetzt keine herstellen. Das heißt, die Materialien können hier erstmal wieder rein. Halt, Fackeln wollte ich mir herstellen. Und die Materialien habe ich jetzt einmal komplett falsch gelegt. Die Stühle müssen raus. Das muss raus. Das, das. Das, das. Boah, was haben wir noch zum Verarbeiten? Das, das. Stühle rein hier. Dann einmal Eier mit Speck. Wasser. Oh, wir haben noch relativ viel Fleisch sogar. Ich bin begeistert. Stoff, jetzt habe ich ihn zum 10-mal rausgelegt und ich will jetzt endlich Fackeln herstellen. Fackeln. War. Nee, du. Komm, mach mal 20. Das reicht aber dicke. So, die brechen wir ab. Setzen die ganz ans Ende, bis uns was anderes einfällt. So, wir werden jetzt erstmal nämlich die Werkbank hier nutzen. Die haben wir ja gerade repariert. So, und werten hier nämlich einmal unsere Dinge auf. Und kriegen sogar noch Level dazu. Das ist sehr schön. So, die Armbrust können wir auch nochmal aufwerten. Das Messer, das werde ich reparieren müssen, so wie es aussieht. Fackeln. Hält der schon? Oh, Fackeln. Sehr schön. So, Fackel hier hin. Wir machen es jetzt erstmal ein bisschen hell und gemütlich und schön und kuschelig. Was brauchen wir noch? Wir haben eine Werkbank. Wir haben eine Ranch, die wieder funktioniert. Beton wäre so ziemlich das nächste. Dazu muss ich einige Zombies töten. So, wir haben Essen. Wir haben menschliche Scheiße. Wir haben, boah, hier eigentlich nichts Sinnvolles. Fackeln erstmal. Hier noch eine hin und da noch eine hin und dann ist hier zumindest mal ordentlich hell. So, den Rest werden wir dann draußen platzieren. Wir brauchen noch diese Eier. Error. Gott. Nee, nicht Flexstone. Wooden brauchte ich nur. 40 Stück. Oha. Oha. Wo habe ich denn mein ganzes Holz hin? War ich hier wirklich so viel Holz rein? Nee. Wo ist mein ganzes Holz hin? Na komm, 30.
30. Dann die Bolzen. Boah, wir brauchen ganz dringend Holz. Aber ordentliche Menge an Holz. Ah, die brauchen wir auch noch. Aufwerten können wir. Okay, hier haben wir Antibiotika sogar noch drin. Dann haben wir hier Waffen drin. Schaufel können wir einmal zum Aufwerten nutzen. Dann ist die auch wieder ganz. Dann haben wir unser ganzes Zeug eigentlich repariert. Und was soll's. Wir wagen uns einmal nach draußen. Bringen hier schon mal ein paar Fackeln an. So. Einen Hammer. Wir wollten einen Hammer herstellen. Ganz dringend sogar. Was ist mit dem passiert? Den habe ich auch wieder gelöscht, den Auftrag, so wie es aussieht. Wir brauchen mehr geschmiedetes Eisen. 53 Stück herstellen, bitte. So, 17, das reicht auf jeden Fall, um mir einen Hammer zu bauen. Den kann ich allerdings auch hier drin bauen. Hammer. So. Dann können wir nämlich hier parallel bauen. Das ist glaube ich, nicht ganz so verkehrt. So, dann haben wir die hier, die hier. Beziehungsweise die kommen mit. Denn, ja, Wasser wird gerade fertig. Erstellen. Das raus, das raus, das raus. Das hat da drin nichts verloren. Genauso wie das Leder nicht. Die Tierhaut eigentlich auch nicht. Kommen wir auch hier rüber. So, das, das, das. Pfeilspitzen kommen hier rein. Metall, 400 Metall haben wir. Immer nicht verkehrt. Okay, dann sind wir eigentlich, ich bin erstmal soweit zufrieden. Eine Henne gebarzt haben wir hier noch. Dann haben wir hier noch die Hake. Die kann auch wieder weg. Wir haben alles aufgerüstet. Fackeln sind wir gerade am Herstellen. Es wird sowieso 3.26 Uhr. Es wird sowieso gleich wieder hell werden. So. Einmal hier. Einmal hier. Einmal hier. Einmal hier. Einmal hier. Einmal hier. So. Dann können wir hier schon mal anfangen zu schaufeln. Und zwar Graben Nummer 2. Das geht sehr, das geht sehr zügig. Das freut mich. Gut, hier nicht, aber da, wo nur der Schnee ist. Können wir die Zeit hier sinnvoll nutzen. Schon mal Graben Nummer 2, denn ich werde 2 Spikes reinbauen. Das reicht dann eigentlich sogar noch für die Tag 14 Horde. Falls wir nicht wegkommen sollten. Aber wir werden uns irgendwann auf die Suche nach einer Stadt machen. Und dann hoffe ich mal, dass ich eine finde. Normalerweise habe ich da relativ viel Glück. Und man zieht ja mittlerweile die Städte sehr früh. Aber da haben sie wirklich eine gute Änderung mit reingebracht. Und wir brauchen ganz dringend Holz. Und Bier. Wir brauchen Bier. Nichts geht ohne Bier. So, einmal hier noch. Hier noch lang. So, wir nutzen schnell die Zeit. Bäume. Ich habe ja mittlerweile auch wieder Bäume gepflanzt, Gott sei Dank. Heißt, unseren Wald, den wir gepflanzt haben, können wir eigentlich schon wieder abarbeiten. Der müsste jetzt dann eigentlich soweit fertig sein. Fackeln haben wir auch noch welche in der Herstellung. Sehr schön. Und wir haben 4 Uhr morgens. Fein, fein. So, mein Hammer ist fertig. Wir brauchen dringend Holz. Das heißt, wir werden jetzt erstmal in der Folge hauptsächlich Holzfarmen gehen. Ja, wir werden hauptsächlich Holzfarmen gehen. Momentan ist sowieso scheiß Wetter mit dem Schnee. So, das Zeug hier muss auch alles noch weg. Dann Fackeln haben wir hier schon überall angebracht. Eigentlich Beleuchtung genug. Nur hier vorne. Hier. Da. 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 Einen haben wir noch. Komm hier hin. Was soll's. Dann sind wir einmal hell beleuchtet. Werden auch dementsprechend Zombies sehen, wenn sie denn kommen. Hier machen wir noch das Graszeug weg. Na. Nicht in den Boden schlagen. Das Graszeug soll weg. So. Cobblestone, den können wir auch gleich weglegen. Dann haben wir eigentlich alles. Hammer. Danke. So. Pfeile in der Herstellung. Sehr schön.
Dann haben wir die hier. Die werden wir außen rum anbringen. Damit kann ich eigentlich auch schon mal grob anfangen zumindest. Ja, so, 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 so auch nicht. So auch nicht, so auch nicht, so auch nicht, so. So hätte ich die gerne. So, wir müssen dann logischerweise erstmal hier unser, ja, uns ein bisschen weiter nach hinten bauen. Denn so können die Zombies einfach ohne Probleme, ja, in unser Haus reinspringen. Das ist nicht der Sinn und Zweck des Ganzen. Oh, das Ding hier muss auch noch weg. Das müssen wir auch noch komplett wegnehmen, denn da möchte ich auch logischerweise diese Schießscharten hinmachen. Vielleicht zur Erklärung, diese Schießscharten hier sind dafür da, dass ich mich hinstellen kann und dann hier die Zombies erschießen kann, während sie versuchen, mein Haus einzureißen. Was sie allerdings nicht schaffen werden, denn wir werden unser Haus noch mit Beton auskleiden. So kriegen wir auch noch ein bisschen Skillpunkte zusammen, wenn wir das ganze Zeug aufwerten und Erfahrungspunkte und so weiter und so fort. Also dort wird laufen. So. Aber wir brauchen, wie man sieht, brauchen wir für alles erstmal ganz dringend Holz. So, dann kann das Ding hier kann wieder aus. Metall haben wir genug. Dann das Ding hier kann aus. Dann packen wir einmal das Zeug weg, was wir noch wegpacken können. Das ist das hier. Das Metall werden wir gleich noch verbrauchen. Den Sand, der kommt hier rein. Die Hälfte der Pfeile packen wir mal hier rein. Und hier nochmal die Hälfte. Die müssten reichen, die wir dann dabei haben. Das packen wir weg. Die packen wir weg. Den packen wir unten rein. So, dann noch die Gläser und dann machen wir uns einmal auf Versorgungstour und den Schnee. Ja. Wenn wir uns einmal auf Versorgungstour, das heißt, wir werden jetzt hier schnell das Zeug noch aufwerten. Die Spitzen, die noch nicht aufgewertet sind. Hier zum Beispiel alle. Ich möchte die einmal mit Metall aufwerten. Denn wenn wieder eine Wanderhorde kommen sollte, können die letztendlich in die Spitzen reinrennen. Das stört mich. Hätte ich nur nichts gesagt. Haben die mich überhaupt gesehen? Nee. Ich bin unsichtbar. So mehr oder weniger. Irgendwie, ich bin zwar nicht entdeckt. Ich weiß nicht, ich werde aus der Horde nicht ganz schlau. Habt ihr mich jetzt gesehen oder habt ihr mich nicht gesehen? Ich will nicht, dass sie in meine Spitzen reinrennen. Es scheint aber gerade so der Fall zu sein. Hallo, hier bin ich. Nicht da drüben lang rennen. Sind das zwei? Sieht fast so aus, wie wenn es zwei wären. Hallo, hier bin ich. Bin ich unsichtbar? Bin ich ein Zauberer? Ne, er hat mich jetzt gesehen. Nachdem ich 2 cm vor ihm stand. Ihr sollt nicht durch meine Spitzen rennen. Du sollst nicht die Spitzen von PP Gaming zerstören. Gebot Nummer 1. So, wenn sie auf mich zu rankommen, ist es irgendwie einfach. Boah, Steine. Die haben hier nichts verloren. Vielleicht haben sie mir jetzt trotzdem die Hälfte meiner Spitzen eingerissen. Könnt ihr mir zumindest vorstellen. Ja. Er probiert es gerade. Könntest du das lassen? Das ist nicht nett. Das ist ganz und gar nicht nett. So, Spitzen reparieren. So, das sind sowieso die, wo noch aus Holz waren. Deswegen sind die auch schon relativ schnell beschädigt. So, und hier brauchen wir überall Eisen dafür. Guti. Das Zeug hier weg. So, dann schauen wir mal. Wie weit sind denn hier unsere Bäume? Das sind die, wo wir letztendlich alle gepflanzt haben. Ich glaube, die kann ich wirklich schon... Aber 600, die sind noch nicht ausgewachsen, aber wir nehmen die jetzt schon mal weg. Zumindest ein paar. Da muss ich nicht allzu weit rennen, zumindest dafür, dass ich an Holz rankomme. Kriegen wir da auch wieder auch Samen raus? Ja, kriegen wir. Sehr schön, dann können wir die gleich wieder neu setzen und kriegen so einen kleinen Wald letztendlich vor unser Hütchen gebaut. Ohne, dass wir viel Aufwand haben. Puh,
dann haben wir, was haben wir denn? Tag 5. Boah, dann würde ich fast wirklich noch einen Ausflug zum Händler machen. Allerdings, wir werden jetzt erstmal ein bisschen was looten. Und vielleicht dann einen Tag oder einen Tag dazu nutzen, nach einer neuen Stadt zu suchen. Würde ich, glaube ich, auch machen. Da ist ein Zombie drin. Ich würde mich mal einen Tag, glaube ich, darauf konzentrieren und versuchen, eine neue Stadt zu finden. Wäre, glaube ich, auch ganz sinnvoll. Aber für diese Folge war es leider schon wieder. Joa, ich bedanke mich fürs Zusehen. Würde mich freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge dann wieder mit dabei seid. Wir kommen so langsam aber sicher in Richtung Tag 7. Und da wird es ja dann erst richtig spannend mit der Horde. Und ja, dass ihr die nicht verpasst, lasst mir einen Daumen nach oben da, lasst mir einen Kommentar da oder lasst mir ein Abo da. Dann verpasst ihr nämlich keine einzige Folge mehr von mir und auch keinen Livestream von mir. Und ja, in der nächsten Folge, wir werden ein bisschen was looten. Wir werden hier das Häuschen auseinandernehmen, Bäumchen und so weiter und so fort. Also es wird und bleibt spannend. Kann ich versprechen. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage, macht's gut, bis zur nächsten Folge.